andere Gesellschaft ersetzen würde, denn alle Gesellschaften haben sich letztlich als identisch erwiesen, ob kapitalistisch oder kommunistisch oder faschistisch oder sozialistisch. Alle Gesellschaftsformen sind miteinander verwandt. Es besteht kein großer Unterschied zwischen denen. Gesellschaft ist Gesellschaft. Auch alle Kirchen haben sich im Endeffekt als identisch erwiesen, seien sie nun hinduistisch, christlich oder islamisch. Ein Revolutionär möchte einfach nur eine andere Struktur, eine nach seinem eigenen Grunddenken, gemäß seiner eigenen Utopie, doch trotzdem eine Struktur. Er möchte an der Macht sein, er möchte der Unterdrücker sein und nicht der Unterdrückte. Er möchte der Ausbeuter sein und nicht der Ausgebeutete. Situation im Land könnte sich verändern. Der Land könnte kommunistisch werden. Es gibt tausend Dinge, von denen dieses Geld abhängig ist. Dein Geld macht dich nicht zum Herrn und Meister. Es macht dich zum Sklaven. Thank you.
Is money oriented, and money is one of the most uncreative things one can become interested in. Our whole approach is power oriented, and power is destructive, not creative. A man without money will become destructive because money has to be exploited. It has to be taken away from many people, and then you can have it. Money simply means you have to make many people. Schlechter. Für mein Gefühl ist Volkspartei etwas Konservatives, was auch gut sein kann, aber das ist nicht mein Glück. Und Sozialisten, die stehen für die Demokratie. Die stehen für die Demokratie. Das heißt, es gibt Leute drinnen, nehme ich an, ich finde dort jemanden, der wirklich dazu steht. Ein Rebell ist jemand, der diese Gesellschaft nicht durch eine andere Gesellschaft ersetzen möchte. Denn alle Gesellschaften haben sich letztlich als identisch erwiesen. Ob kapitalistisch oder kommunistisch oder faschistisch oder sozialistisch. Alle Gesellschaftsformen sind miteinander verwandt. Es besteht kein großer Unterschied zwischen ihnen. Gesellschaft ist Gesellschaft.
Tatsache ist, dass natürlich die Gelder, die aus dem Sozialfonds bezahlt werden, die lösen keine strukturellen politischen Probleme, die aber aushelfen in akuten Notlagen. Und wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich weiß nicht, wie ich meine Heizung bezahlen soll und ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, dann hilft es halt nichts, wenn man diesen Menschen sagt, ja, wir kämpfen eh dafür, dass es neue Förderungen gibt, dass es eine bessere Energiepolitik gibt. Also wir behaupten nicht, dass diese Maßnahme politische Maßnahmen ersetzen kann. Aber es ist zumindest ein Zeichen, dass halt uns das nicht egal ist, wenn jemand im Kalten sitzt. Das führt natürlich direkt auch zur Frage der Medien. Naja, die Medien sind ebenfalls in der Hand großer Konzerne. Und ich brauche Ihnen ja nicht erklären, wie es in Österreich ausschaut. Ich sage es Ihnen nur an einem Beispiel, das ich leider sehr, sehr gut kenne, weil ich dort 25 Jahre gearbeitet habe. Der ORF ist heute keine öffentlich-rechtliche Anstalt mehr. Sie zahlen ihre Gebühren für Mist von RTL. Und das, was der ORF macht, er macht es nicht ganz so schamlos. Also Dschungelcamp haben wir nicht. Bei uns müssen sie nicht Regenwürmer fressen, aber vielleicht Fliegen schlucken. Zurück in der Heimat. Truppenparade vor dem Kommandeur der Luftwaffe in Bad Vöslau im Süden Wiens. Im März 1938 marschieren deutsche Truppen kampflos in Österreich ein. Österreich gibt es nicht mehr. Stattdessen eine Ostmark. Viele Österreicher erwarten sich eine glorreiche Zukunft. Das nennen sie dann.
Österreich ist heute ein multikulturelles Land, ein Land der Diversität, unterschiedliche Menschen, Religion, Herkunft, sexuelle Orientierung und so weiter. Und ich werde auf keinen Fall meine Stimme an eine Partei geben, die einfach gegen Chancengleichheit für alle in Österreich lebende Personen, egal ob sie einheimisch sind oder ob sie Migranten sind. Ja. Say that love, oh, by my spirit, say.